Ich liebe es jetzt schon, weißt du? So, ich muss jetzt erstmal Instagram, ohne Scheiß, das eskaliert mir gerade. Okay, weil ich bin gespannt. Oh, Hundis. So, wir machen einfach ein neues Spiel. Bitte gib dir mein Tierheim. Wähle ein Tier, mit dem du dein Abenteuer beginnst. Okay, wie sollen wir unser Tierheim nennen? Also nicht wundern, wenn ich hier, wenn das irgendwie selbst, wenn meine Brüste gerade wackeln, meine Nippel jucken. Es tut mir leid, ich muss kratzen. Wie nennen wir das? Oh, ich weiß nicht. Wie sollen wir das nennen? Wie sollen wir das nennen? Wie sollen wir das nennen? Oh mein Gott. Ich bin so kreativ wie eine Schildkröte, ne? Ohne Scheiß. Hat jemand Namensideen? Wie kann, ich weiß gar nicht, wie nennen sich Tierheime denn? Die nennen sich ja immer so nach Stadt, ne? Und nicht nach irgendwas anderem. Man kann doch überlegen, wie nennen wir das? Trautes Heim. Okay. Trautes Heim. Wir beginnen. Es tut mir leid, ich bin ein Katzenfan. Wir beginnen mit einer Katze. Ich mag Hunde auch, so ist das nicht, ne? Aber ich bin einfach totaler Katzenliebhaber und da muss ich mit der Katze anfangen. Willkommen in deinem persönlichen Tierheim. Hey, mein Freund, du bist hier, um dein eigenes Tierheim zu betreiben. Kümmere dich um deine Tiere, finde ein neues Zuhause für sie, verbessere Sachen, erweitere dein Tierheim und vieles mehr. Sieh dir an, was hier auf dich wartet. Okay, da oben. Ich bin. Okay, ich sitze gerade auf den Aufgaben. Moment, ich ziehe mich mal kurz runter. Moment. Ich gehe mal kurz hier runter. Und die Kamera ziehen wir direkt mit. Moment, OBS möchte gerade nicht so wie ich. Bin ich ja nicht so ganz so mit zufrieden, aber egal. Machen wir erstmal so. So. Ups. Was mache ich da? Oh mein Gott. Okay. Verwende WSAD, um sich dem Computer zu nähern. Klicke mit der linken Maustaste, um den Computer zu verwenden und wähle dann die Option Haustiere aufnehmen. Okay. Wo ist denn der Computer? Okay. Wir. Okay. Okay. Der ist ein bisschen langsam. Kann das sein? Der ist ein bisschen. Ich muss mal ganz kurz in die Einstellungen. Optionen. So, wir gucken mal. Grafik, Fullscreen, allgemeine Qualität machen wir mal auf Ultra. Das ist auf Hoch. Anti. Nee. Okay. Schattenlänge. Wir gucken gerade mal. Tastaturbelegung. Audio, Musik, Verfügbarkeit. Okay. Dann anwenden. Fortsetzen. Wir müssen halt. Okay, der ist ein bisschen. Ich glaube, ich muss noch ein paar Sachen runterstellen, glaube ich, oder? Der ist ein bisschen. Ich bin noch nicht zufrieden, es tut mir leid.
Bewegungsschärfe. Wir machen das mal auf hoch. Hoch, 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 hoch. Allgemeine Qualität. Machen wir mal auf hoch und dann anwenden. Okay. Okay. Der ist ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Ja, der Himmel, der ist geil, oder? Boah. Junge. Öffne die Tür. Oh, guck mal, wie schön das hier aussieht. Oh mein Gott. So wunderschön. So, wir gehen. So. Oh, ist das hübsch hier. Ah, hier ist der Computer. So, einloggen. Nutze den Computer, um viele der wichtigsten Dinge in deinem Tierheim zu überprüfen und zu erledigen. Tiere aufnehmen, ein neues Zuhause für sie zu suchen, im Geschäft nach Artikeln suchen und natürlich deine Statistiken kontrollieren. Alles an einem Ort. Hier kannst du deine E-Mails überprüfen, neue Empfangenen und Eingegangene gelesen. Du kannst sogar auf einige von ihnen antworten. Lebensmittel, Medizin, Dekorationsartikel, hier kannst du alles kaufen. Der Shop wurde in verschiedene Kategorien eingeteilt, um das Einkaufen zu erleichtern. Mach ein Upgrade in deinem Tierheim. Kaufe neue Gebäude, Möbel und stell so viel wie möglich um. Hier findest du eine Liste aller Tiere, die sich derzeit in deinem Tierheim befinden. Hier findest du eine Liste von Tieren, die nicht in deinem Tierheim leben, aber aufgenommen werden könnten. Deine Fotogalerie für die gescannten und die mit der Kamera ohne Druckoption aufgenommenen Fotos. Du kannst sie von hier aus drucken und später an die Wand hängen. Oh mein Gott, wie cool. Oh, das ist ja richtig nice. Alle Statistiken des Tierheims an einem Ort. Sauberkeit im Tierheim, derzeit bestehende Gebäude, Finanzen und Ruf. Ignoriere diese Rubrik nicht. Sie wird in Zukunft eine große Rolle spielen, okay? Ja, cool. Okay, das heißt, ah, okay. Ein gefundener Hund wird dein Haustier. Hund. Was mache ich denn jetzt? Warte, Tiere im Tierheim? Habe ich gerade keine? Beende die erste Mission, um das freizuschalten. Okay, verwende... Nimm ein neues Tierheim im Tier. Okay, aufnehmen. Ah, okay. Shop. Habe ich E-Mails? Wie süß. Tiger sieht nicht aus wie ein heimatloses Tier. Scheint, als hätte er sich nur verlaufen. Tiger sollte ins Tier umgebracht werden. Seine... Nimm dieses Tier auf. Oh, wir können einfach den... Oh! Poloch. Oh, ist das Psychopralin? Ich nenne das Tier jetzt nicht Poloch. Wir lassen einfach mal Tiger... Okay, und jetzt? Jetzt nimm... Warte, bis das Auto mit dem neuen Haustier ankommt. Nimm die Katze aus der Transportbox, okay. Da ist das Auto! Oh mein Gott, wie cool! Jedes Tier sollte seinen eigenen Käfig haben. Nur ein Tier ist pro Käfig erlaubt. Setzen wir eins um, damit es sich etwas ausruhen kann. Ups. Okay. Der Auslaufort ist ein Ort, an dem du deine Tiere frei rumlaufen lassen kannst. Mit ihnen spazieren gehen oder Zeit verbringen kannst. Hunde und Katzen haben getrennte Ausläufe. Käfige, Zwinger, getrennt für Hunde und Katzen. Du kannst sie verwenden, um den Tieren nach ihrer Ankunft im Tierheim oder nach der Behandlung ein wenig Ruhe zu gönnen. Es ist ihr persönlicher Raum in deinem Tierheim. Jeder Käfig hat seine eigene Tafel mit Informationen zum Tier. Wie alle anderen Lebewesen müssen Katzen und Hunde essen und trinken. Verwende den Computer, um Nahrung und Wasser für sie zu kaufen. Okay. Kuh, um zu zeigen. Bedürfnisse der Tiere. Hunger, Durst, volle Blase, Spiel, Hygiene und Gesundheit.
Achte genau auf diese Bedürfnisse, da sie alle Einfluss auf ihre Adoptionseignung haben. Je höher die Adoptionseignung der Haustiere, desto eher finden sie ein neues Zuhause. Also, Tiger hat Hunger und Durst. Okay, wir kaufen Futter für dich. Moment. Verwende den Klicker auf das Shop-Symbol und kaufe Essen für deine Tiere. Okay, das kriegen wir hin. Wir wollen ja nicht, dass die verhungern. So, Shop. Wie viel haben wir denn? Den Warenkorb hinzufügen. Bestellung abschließen. Bestellen. Nein, ich habe das weggeklickt. Ich bin so dumm. Warte auf die Drohne mit der Bestellung. Ach cool, das Paket wurde abgelehnt. Oh, wie cool ist das einfach. Leute, ich habe mein neues Lieblingsgame gefunden. Ja, nimm alles. Verstaue deine Sachen. Du kannst jeden Artikel, den du erhältst, direkt in dein Inventar setzen. Um dein Inventar zu öffnen und zu schließen, benutze die Tab-Taste. Für eine schnelle Auswahl kannst du mit der Maustaste scrollen. Okay, und jetzt muss ich fülle die Futterschale, fülle die Wasserschale. Oh ja, du armes Katzi. Oh, nice. So. Nein! Nein, warte. So. Hallo? Wie geht das denn jetzt? Hallo? Hä? Bin ich dumm? Nee, Wasser. Günstiges Katzenfutter. Okay. Okay. Ah. Die Bedürfnisse des Tieres müssen systematisch erfüllt werden. Okay. So, wie mache ich das jetzt? Nein, hochheben. So, Moment. Da wird man ja bescheuert. So, und jetzt kann ich hier wieder voll machen. Oh, du bist so süß. Die schnurrt einfach. Oh mein Gott, die ist so süß. Oh, du bist so ein süßer kleiner Pferd. Ratz, oh mein Gott! Benutze den Laser. Ja. Du hattest es nicht ausgewählt. Irgendwie frisst er wie Kallen und wirft die Hälfte weg. Ja, ist so, ne? So, wie soll ich jetzt mit dem spielen? Oh mein Gott, der ist so süß! Kinder, oh mein Gott! Benutze den Laser, um mit der Katze zu spielen. Ah, warte, hochheben. So. Plopp. So, und jetzt? Hä, hey, ich hab doch gar keinen Laser im Inventar, oder? Nachrichten. Nee. Was krieg ich denn? Hä? Computer. Meinst du, muss ich am Computer holen? Warte, ich versuch's mal. So. Oh, du darfst leider nicht raus. Was ist das? Öffne. Nimm alles. Hallo? 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 Es ist das Lager. Kann ich das irgendwie auch, ich weiß nicht, wegwerfen oder so? Was ist das? Das ist gerade ein bisschen...
Okay, hier muss ich später aufräumen, glaube ich. Ich brauche einen Laser. Wo ist der? Hier gibt es irgendwie, ja. Okay, warte. Spielzeug, aber hier ist auch alles ausverkauft. Essen, Arzneimittel, Hygiene. Nee, ist alles ausverkauft. Okay, das heißt, benutze den Laser, um mit der Katze zu spielen. Ich verstehe es nicht. I don't get it. Oh, warte, der Pfeil zeigt mir irgendeine Scheiße an. Oh mein Gott, ey, willst du mich verarschen? Spiel mit den Tieren. Willst du mit deinen Tieren spielen? Drücke die rechte Maustaste, um einen Ball für den Hund oder einen Katzenlaser zu nehmen. Markiere das Tier, mit dem du spielen möchtest. Bei Hunden wirf den Ball mit der linken Maustaste. Halte die Taste gedrückt, um den Laserstrahl zu bewegen, dem die Katze hinterherläuft. Vergiss nicht, dein Haustier nach dem Spielen zu streicheln. Guck mal, kannst du. Herzlichen Glückwunsch, deine Katze ist zur Adoption bereit. Bevor du fortfährst, musst du eine Anzeige erstellen. Dazu wäre ein Foto gut, das du mit deiner Kamera machst. Ja, erstmal wird gespielt hier. Guck mal. Das ist so cool! Oh mein Gott, ist das süß! Komm mal, du hast Auslauf! Ja! Ja, das hast du fein gemacht! So, wir müssen jetzt eine Kamera kaufen gehen. Oh mein Gott, ist das cool. Ist das nice. Ich mag das Spiel. Die 12 Euro haben sich gelohnt. So, wir müssen jetzt eine Kamera kaufen. Und bestellen. Mein Paket ist angekommen. Nimm alles. So, mach ein Foto von deinem Tier. Hallo, kannst du mal wach sein? Ja, genau. Hallo. Ja, hi. Oh mein Gott, die ist so süß. Guck mal, wie fett die eigentlich ist, ne? Ey, hallo, kannst du mal bitte... Ja, hallo, 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 hallo. Da bleibst du stehen? Ich möchte das perfekte Foto von dir. Hallo. Hallo. Na. Na, bleibst du hier? Nein, 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 nein. Okay. Scanne das fertige Foto mit dem Scanner neben dem Computer in deinem Büro. Okay. Ja, meine Süße. So. Kannst du die Musik vielleicht etwas leiser machen, damit man auch das Schnurren besser hört vom Tier? Ja, Moment. Kann ich machen. Audio. Musik Lautstärke etwas leiser machen. So, anwenden. Ich hoffe, das ist dann jetzt besser. So, mit dem Scanner.
Ist das nicht süß? Verwende den Computer in meiner Adoptionsanzeige. Oh nein. So. So. Baumodus, E-Mails. Oh. Okay, wie macht man denn eine Watte? Öffne die Rubrik Tiere im Tierheim. So, und jetzt? Weitere Klicke auf Anzeige erstellen. Anzeige erstellen. Wahrscheinlich das hier. Foto hochladen. Welches Foto wollen wir nehmen? Ich bin für das in der Mitte. Was wollt ihr? Also ich finde, das in der Mitte ist am besten. Ja, sehe ich nämlich auch so. Nehmen wir das hier. So, auswählen. Beschreibung. Sieh dir das Haus hier an. Süß, nicht wahr? Sein Name ist Tiger. Du weißt es vielleicht nicht, aber unser Freund wurde als obdachloses Tier geboren. Trotz seines harten Lebens, Tiger ist wirklich freundlich. Sicherlich wird Tiger ein guter Freund für jemanden werden. Lass dieses Tier nicht in der Obdachlosigkeit. Gib ihm ein Zuhause voller wahrer Liebe. Finde ein neues Zuhause. Vielen Dank für die Veröffentlichung der Anzeige. Hoffentlich schreibt bald jemand eine E-Mail mit einem Angebot zur Adoption. Die Organisation von Besuchern hilft dabei, detaillierte Informationen über einen potenziellen Tierhalter herauszufinden. Um dies zu überprüfen, klicke in der Rubrik Tiere und Menschen auf die Taste Weitere Informationen. Wähle einen geeigneten Besitzer, warte bis das Auto kommt. Okay. Willst du den Mitarbeiter besuchen? Ja. Wir schicken jetzt mal bitte jemanden zur Kontrolle hin. So Leute, ich muss mal ganz kurz hier. Ich krieg wieder 10.000. So. Kam da gerade irgendwie... Ah. Großes Haus. Die Person lebt in einem großen Haus, in dem es sicher nicht am Platz fehlen wird. In diesem Haus gibt es keine Hunde. In diesem Haus wird das Tier Katzen als Freunde haben. Dieser Mensch ist einsam. Ein Tier wäre gut für ihn. Hat keinen Garten. Hat viel freie Zeit. Okay. So, zur Kontrolle, ja. Ich gebe dafür gerne Geld aus, ne? Das ist dann wünschenswert mutig. Okay. So, eine kleine Wohnung ist für kein Haustier gut. Wer ist einsam? Ja, ist schön für dich. Der Garten wird den Tieren gefallen. Nee, dich will ich nicht. Weitere Informationen. Hi, ich heiße Patrick Hoffmann. Ich interessiere mich für Katze. Bevor ich eine endgültige Entscheidung treffe, werde ich einige wichtige Bedingungen vorlegen. Aufgrund der großen Anzahl von Menschen um mich herum darf das Tier keine Angst vor ihnen haben. Loyalität ist eine wichtige Eigenschaft für mich. Ich liebe Tiere, aber ich möchte nicht ständig damit beschäftigt sein, Nahrung für sich zu kaufen. Also sollte mein Haustier kein Vielfraß sein. Ich hoffe, dass die Anforderungen kein großes Hindernis bei der Suche nach einem Haustier für mich sein werden. Okay. Laut.
Hi, mein Name ist Dominik Walter. Ich bin interessiert an Katze Tiger. Das heißt, ich bin an der Adoption interessiert. Werde ich einige Bedingungen vorlegen, darf keine Angst vor ihnen haben, vertrauensvoll. Aufgrund meiner Arbeit kann es passieren, dass ich nicht genug Zeit habe, mit meinem Haustier spazieren zu gehen. Es wäre großartig für ihn, wenn er eine ausdauernde Blase hätte. Okay. Okay. Ja. Neuer Besitzer kommt bald hier an. Okay. Warte, bis das Auto kommt. So. Da ist das Auto. Nimm die Katze, setze die Katze in die Transportbox. Okay. Hey Tiger, es geht für dich in ein Haus in... ne? Setze die Katze, der sich in den Transporter befindet. Bis später, mein Schatz. Ich hoffe, dir wird's gut gehen. Oh. Großartig. Oh. Wie cool. Wir haben direkt voll viel Ruf. Errungenschaft freigeschaltet. Wohlerzogen. Ja, nice. Cool. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben unser erstes Tier vermittelt. Ich bin gerade ein bisschen traurig. Was für ein talentierter Schüler.